Ja, hallo liebe Zigarraficionados, heute ein weiteres Review. Hallo liebe Freunde des dunklen braunen Tabaks. Wir haben hier wieder eine besondere Zigarre am Start von Ace Prime Cigars. Ich weiß nicht, ob es ein Limitada ist, auf jeden Fall eine besondere Zigarre. Und ich hatte ja schon ein paar Ace Prime Cigars, die Luciano the Dreamer, ja, Luciano Mereles ist ja der Masterblender da, Mitbegründer von diesem ACE oder Ace Prime Cigars da in Nicaragua. Und dann eben auch die Picardo-Geschichte, das ist die andere Person, die dahinter steckt, diese Picardos. Also handwerklich waren die immer wirklich spitze und die Luciano the Dreamer für mich dann auf jeden Fall, die Lancero, auf jeden Fall ein Highlight. Jetzt hat er wieder eine besondere Zigarre rausgebracht, oder was heißt wieder? Er hat sich getraut, diese Zigarre rauszubringen, endlich. Ja, was da dahinter steckt, lese ich einfach mal vor, weil ich denke, das ist am besten so. Maria Lucia von Ace Prime Cigars. Diese Zigarre ist inspiriert von der Geschichte des Mutes, der Leidenschaft und des Durchhaltevermögens der Mutter von Ace Prime Gründer und Miteigentümer Luciano. Maria Lucia Mereles. Ja, es hat viele Jahre gedauert, bis ich mich traute, etwas zu komponieren, das von meiner Mutter inspiriert war. Sie starb, als ich 12 Jahre alt war und erst vor kurzem konnte ich ihre komplizierte Lebensgeschichte vollständig verstehen und nachvollziehen. Ja, sie war die Blume, die sich aus dem rissigen Asphalt erhebt. Ja, so wie bei Löwenzahn. Kennt ihr das Intro, ne? Die Schönheit, die die Zerbrochenheit überlebt, die Erlösung, die die Tragödie überwindet. Diese Zigarre spiegelt das Leben einer vielschichtigen Frau wider, die uns daran erinnert, dass wir auch dann, wenn alle Widrigkeiten gegen uns stehen, die Befähigung haben, das Licht zu bewahren. Ja. Meine Mutter ist auch gestorben an Krebs, als ich 17 war und so weiter. Das ist natürlich nicht so schön, aber Life is life. Na, 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 na. Oder was ist denn da? That's the circle of life. Um das so ein bisschen, um die Traurigkeit wieder ein bisschen anzuheben, ja. Sonst meine ich noch. Die Kiste und auch der Zigarrenring wurden von der ältesten Tochter von ihm, die Deborah, einer in Paris lebenden Künstlerin und Modedesignerin gestaltet, ja. Das sieht man dann eben auch. Ihr werdet es nachher dann genauer sehen. Ist hier tatsächlich so eine Silhouette von der Mama am Start, also das Design, das sie dann halt komplett kreiert hat. Das werdet ihr aber im Review dann definitiv mehrfach sehen. Ja, also einer in Paris lebenden Künstlerin und Modedesignerin, die das halt gestaltet hat. Ohne jemals ein Foto ihrer Großmutter gesehen zu haben, zeichnete sie als Teenager das Porträt einer Frau, von der sie träumte. Ja. Als ich die Zeichnung neben alten Fotos meiner Mutter sah, erkannte ich sofort die Ähnlichkeit. Es war fast übernatürlich, wie sich die Dinge entwickelten. Es ist schwer zu glauben, dass es nur ein Zufall war. Und jetzt, Jahre später, als ich beschloss, endlich diese Zigarre zu entwickeln, dachten wir, es gäbe keine bessere Idee, als die Zeichnung meiner Tochter für die Kiste zu verwenden. Ja. Wir haben hier, also mal zum Blend, zur Sachlichkeit zu kommen, Blend haben wir ein Connecticut Broadleaf Deckblatt, wirklich auch vom Geruch her schon richtig schön Zartbitterschokolade, ein Hauch Stall. Aber es geht auf jeden Fall in diese definitiv süßliche, schokoladige Richtung. Kaum Würze. Also ich kann richtig tief einatmen, halt einfach schöne, süßliche Aromen und so ein bisschen Holz, Stall, Stroh. Ja, wir haben hier ein Sumatra-Umblatt aus Ecuador. Ja. Und in der Einlage haben wir Domrep, Nicaragua und Peru. 13,3 cm Länge. 52er Ringmaß, glaube ich, muss ich noch mal kurz genau gucken. Ja, nee, 54er Ringmaß, aber es ist halt eine Box Pressed. Ja. Cooles Format. 13 Euro. Bei Dalai schon wieder ausverkauft. So schnell ging das. Aber nichtsdestotrotz, also die ist halt erst seit ein, zwei Wochen am Start, wollte ich das Review machen, weil, ja, zum einen das Broadleaf hat mich angezogen, das Design tatsächlich, dieses schlichte Weiß mit diesem ganz sanften, fast royalblauen Design. Aber wie gesagt, ihr werdet es nachher dann oder auch am Schluss bei den Bildern deutlicher sehen. Ja, so viel dazu. War vielleicht ein bisschen traurig für den einen oder anderen, aber ja, ist halt so. Und das ist eine interessante Geschichte, aber letztendlich kommt es natürlich auf die Zigarre an, deswegen sind wir ja hier. Also. Mein erster Eindruck ist schon mal sehr positiv. Ich melde mich, wenn ich die Zigarre am Start habe.
Ja, traditionell tun wir die Boxpress-Zigarren punchen hier, so ein Löchchen reinmachen. Vom Kaltzug habe ich auf jeden Fall so eine gewisse Würzigkeit, so ganz dezent. Schreibe ich dem Nicaragua-Einlagentabak natürlich zu. Was Grasiges, eher Frisches so. Peru. Ja, und hat so eine leicht holzige Note. Domrep. Ansonsten hast du was leicht Blumiges, Süßliches, oder ich habe kurz gedacht, hey, was riecht hier so nach Lack? Oder was schmeckt hier so nach Lack? Also diese Farblack-Spraydosen, aber das hört sich ja negativ an. Aber irgendwie, keine Ahnung, sowas leicht Blumiges. Ja. Und halt, wenn ich auch nochmal hier so richtig dran rieche, wirklich so eine gewisse urige, staubige Schicht. Also Staub im Sinne von ja, besetzt, gedeckt. Also irgendwie ist es jetzt keine staubige Zigarre natürlich, oder ist da irgendwie Staub drauf oder was, sondern wenn du halt irgendwo in einem alten Gebäude bist und riechst halt, da ist irgendwie ein verlassenes Gebäude oder so, und hast du so einen leicht urig staubigen Geruch einfach. Ja. Ich mach sie an und melde mich. Ich hoffe, ihr versteht was. Jetzt kam doch wieder mega Wind. Sorry. Ja, dann machen wir die schöne Zigarre. Dann machen wir die schöne Zigarre mal an. Ja, deswegen sind wir alle da, dass wir mal gucken, wie die schmeckt, auch beim angezündeten Zustand, im angezündeten Zustand, beim Rauchen, beim Abrauchen. Genau, so ein bisschen aufpassen wegen Wind und so, dass ich nicht zu nah hingehe. Ja, also du hast so, so ein bisschen Creme hast du am Start, so eine gewisse nussige Süße, sage ich jetzt mal. Und ja, da merkt man dann das Ecuador-Umblatt. Also ein bisschen Nuss, ein bisschen Süße, ein bisschen Creme. Ja, vom Broadleaf, das Toastige oder so, habe ich jetzt noch nicht wirklich, aber wir sind auch erst am Anfang. Ja? Ich melde mich dann, wenn ich was Neues habe. Ja, jetzt ist es doch passiert mit der Asche, die runtergekracht ist. Also, du hast interessante Apfelaromen, so ein bisschen fruchtig, Apfelkern auch. Der ein oder andere würde Mandel dazu sagen. Die Creme wird ein bisschen weniger, es wird ein bisschen ledriger. Du hast so eine gewisse Würze, aber mehr so alter schwarzer Pfeffer, der den Biss verloren hat. Also so eine gewisse Pfeffrigkeit ist da. Und eben ja, dieses interessante Fruchtige ganz dezent. Ein bisschen Toast kommt dann doch durch das Broadleaf. Und dieses dezent süßliche durch das Ecuador-Umblatt, also das macht schon was her, ne? Du musst natürlich berücksichtigen, dass wenn ich hier gepuncht habe, dass natürlich weniger Rauchvolumen am Start ist und auch die Aromen sich so anders entwickeln, nicht so direkt. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn du sie komplett aufmachst, dass du so ein bisschen mehr Würze am Start hast. Jetzt ist es passiert doch. Genau, in dem Moment die Asche runtergekracht. Ich hatte ja so diese Blumen oder ja, dieses eine, fast schon dieses Lackartige erwähnt. Das war natürlich nicht toll erwähnt oder nicht toll beschrieben. Also ich würde eher sagen so Richtung Parfum, so Richtung Rosenwasser oder irgendwie sowas. So richtig floral einfach. So erinnert mich so ein bisschen an eine Flor de Copan. Ja. Ich weiß nicht, ich habe schon mal auch eine gehabt, die so richtig so rosenwassermäßig war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche das außer der Flor de Copan noch war. Ansonsten, ja, also nicht zu trocken, nicht zu ledrig. So ein bisschen Creme kam doch wieder, ganz dezent. Leichte Ledernuancen, so ein bisschen Würze nach wie vor. Ja, interessant, also vom Schokoladigen hatte ich ja zwar am Anfang so ein bisschen noch was, also vom Kaltgeruch sowieso und vom Rauchen, aber jetzt, das fehlt mir so ein bisschen. Na, dafür hatte ich so ein bisschen fruchtige Momente, das fand ich gut, aber das ist jetzt auch wieder weg eher. Und es ging halt über in dieses rosige, blumige, florale. Ja, jetzt gucken wir mal, raucht relativ schnell ab, aber bei so einem Wind ist es immer schwierig, ne? Ja, mal schauen, ob sich da noch was tut, ich hoffe es. Jetzt kommt das Rauchvolumen deutlicher hervor.
Erde kommt auch deutlicher hervor. Leder, sie wird auch trockener. Jetzt außer dem Lederaroma halt eben noch auf den Lippen und überhaupt so eine, ja, Schwarztee-Geschichte, die am Start ist. Hier und da dann doch auch wieder dieses Mandelige, dieses leicht Nussige und dann auch wieder dieses Gewürz, das ich nicht so eingrenzen kann. Und eben diese floralen, rosigen, blumenartigen Aromen. Wir sind jetzt bei knapp 75 Minuten, ja, ist bald Feierabend. Aber ich denke, wenn man die nicht so hier im Wind raucht, dann kriegt man die so auf knapp 90 Minuten. Ja, also es tut sich was. Am Schluss eben mehr Erde, mehr Floraler, mehr Leder, mehr ein bisschen Würze, ein bisschen Schärfe kam, so ein bisschen Intensität kam so rein. Aber trotzdem finde ich, das ist eine sehr leichtfüßige Zigarre. Ich würde sie eher als mildere Zigarre bezeichnen, auch wenn die Aromen doch auch sehr intensiv jetzt zumindest am Schluss sind. Ja, ja. Coole Zigarre, coole Geschichte so dahinter. Ich finde Ace Prime von der Qualität her sowieso grundsätzlich sehr gut. Die Picardos sind halt, gibt es ja verschiedene Linien, sind überdurchschnittlich, aber ja, die Luciano war für mich so das Highlight und die hier auch jetzt. Ich würde eine 4 von 5 geben. Ist eine gute, schöne Zigarre, aber ich hätte mir irgendwie mehr Frucht eventuell gewünscht. Das war zwar da, aber dann wieder weg. Ja, also ich kann sie empfehlen. Wirklich schönes Teil, sieht schön aus. Schöne Aromen, aber das i-Tüpfelchen hat mir irgendwie doch dann gefehlt. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gute Zigarre. Würde ich auch nochmal rauchen, definitiv. Aber nicht unbedingt jetzt eine Kiste holen. Ja, ja. So viel dazu. Ja, vielleicht auch eine 4,5. Komm, machen wir 4,5.